Name ist Bernd Lucke. Ich bin Bundessprecher der Alternative für Deutschland. Ich bin von Haus aus Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirt. Ich habe mich habilitiert mit den Fächern Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie. Ich habe im Bereich Makroökonomie gearbeitet mit den Schwerpunkten Konjunktur und Wachstum und in der letzten Phase meiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch über Staatsverschuldungen und Staatsinsolvenzen. Ich war sehr bestürzt über die Entscheidungen, die in der Eurozone getroffen worden sind, als die Staatsschuldenkrise ausgebrochen ist und habe zunächst auf der wissenschaftlichen Ebene versucht, dagegen zu arbeiten, zu warnen vor den Fehlentwicklungen, die ich dort sehe, vor den Gefährdungen Europas, die sich daraus ergeben, dass man mit einer ungeeigneten Politik Südeuropa wirtschaftlich ruiniert, ohne das Schuldenproblem zu lösen. Habe dann gesehen, dass die wissenschaftliche Arbeit wenig Aussicht auf Erfolg hat und habe verschiedene politische Initiativen begonnen, zu denen schließlich die Gründung der Alternative für Deutschland gehört hat. Die AfD hat vergleichsweise erfolgreich abgeschnitten bei den Bundestagswahlen und dann wirklich einen großen Erfolg bei den Europawahlen erzielt. Nie hat eine Neugründung, eine Parteineugründung in Deutschland so schnell so viel Erfolg gehabt. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir nicht nur uns dem Europathema, dem Euro-Thema gewidmet haben, sondern dass wir auch verschiedene andere politische Fragestellungen thematisiert haben, die uns wichtig sind, von denen wir denken, dass die anderen etablierten Parteien diese Fragestellungen sträflich vernachlässigen. Dazu zählen insbesondere Probleme, bei denen die langfristige Entwicklung, die gefährlich ist, völlig aus den Augen, aus den Augen verloren wird. Es ist hier zu erwähnen beispielsweise die Stabilität unserer Sozialversicherungssysteme, die angesichts des demografischen Wandels nicht gegeben ist und die Regierung dennoch kurzatmige Politik macht, mal die Lebensarbeitszeit verlängert und dann sie wiederum verkürzt, neue Belastungen den Sozialsystemen auferlegt. Es ist zu erwähnen eine verantwortungslose und planwirtschaftliche Energiepolitik, die kopflos eine Energiewende gemacht hat, ohne dass Leitungssysteme zur Verfügung gestanden haben oder eine verlässliche Art der Stromerzeugung überhaupt gegeben gewesen ist. Es ist zu erwähnen die Bildungspolitik, die seit Jahren in einer Krise ist, die nicht angemessen gelöst worden ist und zu immer schlechteren Bildungsstandards führt. Und es ist natürlich nicht zuletzt auch zu erwähnen die Zuwanderungspolitik, die in unserer Gesellschaft nach unserem Empfinden nicht in einer geordneten Art und Weise verläuft, die sich also nicht orientiert an Kriterien wie der Integrationswilligkeit und der Integrationsfähigkeit eines Zuwanderers und der Frage, welche Qualifikationen wir am deutschen Arbeitsmarkt benötigen. Wo wir also auch denken, dass man, um den Wandel der Gesellschaft in einem sinnvollen, in einer sinnvollen Art und Weise voranzutreiben, dass man dort sehr viel stärker langfristige Entwicklungen berücksichtigen muss, als die Altparteien das tun. Das hat zur Gründung der AfD geführt und wir fühlen uns zurzeit auf sehr gutem Weg mit zunehmendem Zuspruch in der Bevölkerung. Wir hoffen, dass das noch für lange Zeit anhält und dass wir wahre Alternativen für Deutschland entwickeln können.